Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Bundesminister, lieber Hubertus Heil, was Sie in dem Teilhabechancengesetz vorlegen, ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, aber es ist zu wenig, er springt zu kurz. Denn wie der Name schon sagt, legen Sie den Schwerpunkt auf Teilhabe und viel zu wenig auf nachhaltige Qualifikation für eine nachhaltige Integration in den ersten Arbeitsmarkt. Das ist schade, denn Sie nutzen nicht die herausragend gute Lage am Arbeitsmarkt, die herausragend gute Lage, die im Moment gerade auch der Fachkräftemangel bietet. Hier hätten Sie ehrgeiziger sein können und mehr erreichen können. Wir wissen alle, dass nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt am besten durch Qualifikation im ersten Arbeitsmarkt gelingt. Und da hätten Sie die Schnittstelle zwischen Jobcentern und erstem Arbeitsmarkt deutlich verbessern können. Ich bin mal gespannt, womit sich die 400 zusätzlichen Stellen in Zukunft beschäftigen werden. Denn tatsächlich ist es die wichtige Frage, ob wir sogenannte Arbeitgeberservices oder Betriebsakquisiteure stärken können, damit eben diese Schnittstelle zwischen Arbeitsmarkt und Arbeitgebern, erster Arbeitsmarkt und Jobcentern verbessert wird. Das ist notwendig. Wir müssen Arbeitgeber des ersten Arbeitsmarktes dafür gewinnen, dass sie die Möglichkeiten, die dieses neue Gesetz bietet, auch tatsächlich für die Qualifikation von Menschen, die langzeitarbeitslos sind, dann auch kennenlernen und nutzen. So wie es jetzt im Moment ausgestaltet ist das Gesetz, wird es am Ende vor allen Dingen dazu führen, dass Sozialunternehmen und Kommunen rasch Beschäftigungsangebote bieten werden. Das geht schnell. Deshalb werde ich dem Verdacht nicht los, dass es Ihnen vor allen Dingen darum geht, um ein schnelles Aufhübschen der Arbeitslosenstatistik, bevor es zur Evaluation der Koalitionsergebnisse durch die SPD kommt. Lieber Herr Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen der Fraktion, ich bin ja froh, dass Sie der Kritik der FDP aus der ersten Lesung mit Ihren Änderungsanträgen aufgegriffen haben und mehr Mittel für die Weiterbildung während der Beschäftigungsphase einplanen. Statt wie ursprünglich maximal 1.000 Euro pro Weiterbildung sind es jetzt nun 3.000 Euro für den gesamten Zeitraum von 5 Jahren. Das ist eine sicherlich vielleicht Verbesserung in die richtige Richtung. Aber es wird nicht ausreichen, um abschlussorientierte Weiterbildung zu finanzieren. Und das ist schade, dass wir den Menschen nicht wirklich eine selbstbestimmte Teilnahme am Arbeitsleben ermöglichen. Es muss doch darum gehen, dass die Menschen Fähigkeiten erwerben, mit denen sie sich dann auf eigenen Beinen stehen, bei verschiedenen Arbeitgebern bewerben können. Und es kann nicht ausreichend sein, nur Teilhabe zu finanzieren. Da springen Sie zu kurz. Das ist sehr schade. Und das zweite ganz, ganz große Problem, lieber Martin Rosemann, ist, dass Sie eben keine nachhaltige Sozialpolitik betreiben. Es muss darum gehen, doch die Ursachen für Langzeitarbeitslosigkeit früh zu erkennen und früh anzugehen. Und wenn nach wie vor 50.000 Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss die Schule verlassen, Sie gleichzeitig in einem Zeitraum von 4 Jahren 150.000 Langzeitarbeitslose mit 4 Milliarden Euro fördern wollen, dann geht das mathematisch nicht auf. Ich kann Ihnen da wirklich nur raten, sich an Ihren früheren Bundesvorsitzenden zu erinnern. Er sagte mal, wenn man das nebeneinander legt, muss man kein Mathematiker sein. Da reicht Volksschule Sauerland, um zu wissen, das kann nicht gehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, der Großen Koalition, bemühen Sie sich wirklich einmal um eine nachhaltige Sozialpolitik. Und das bedeutet eben, dass man an den Ursachen auch ansetzt und nicht nur dann später an den Symptomen. Präventive Maßnahmen wären sinnvoll. Der 16e beispielsweise wäre zu stärken gewesen. Entschuldigung, der 16h wäre zu stärken gewesen. Das haben Sie versäumt. Das Bildungs- und Teilhabepaket möchten Sie erst in einem halben Jahr erhöhen. Das sind alles verpasste Chancen für die Jugendlichen von heute, die am Ende vielleicht die Langzeitarbeitslosen von morgen sein werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kober. Als nächste Rednerin hat das Wort die Kollegin Sabine Zimmermann, Fraktion Die Linke.